Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, meteorologischer Frühlingsanfang, der 1. März, es wird Zeit für meine Februarfavoriten. Aber zuallererst, ihr merkt, ich habe deutlich bessere Laune als im letzten Video. Und dank euch. Ich habe einfach wieder gemerkt, was für eine tolle Community ich habe. Vielen, vielen Dank für eure unglaublich lieben Nachrichten. Ich habe sie alle gelesen. Ich habe sie wahrscheinlich noch nicht alle beantwortet. Nicht nur wahrscheinlich. Tatsächlich, weil einfach die Zeit fehlt. Aber ich habe sie gelesen und ich bin unglaublich glücklich und ja, kann nichts anderes tun, als vielen, vielen Dank sagen. Ihr seid einfach toll. So, mein Schrank. Ich möchte euch jetzt meine Februar-Favoriten zeigen. Das, was ich im Februar besonders gemocht habe. Make-up und Puffer. Es geht los mit Make-up, beziehungsweise erstmal mit Haircare. Und Leute, ich bin süchtig. Also, wow. Lush Super Milk Conditioner Spray. Warum habe ich dieses Zeug nicht schon früher entdeckt? Also, ich föhne mir die Haare nach dem Duschen. Im Sommer lasse ich sie immer lufttrocknen, aber im Winter, so wenn es noch kühl ist, föhne ich sie, weil es einfach sonst, ne, die trocknen halt so langsam und ich will nicht die ganze Zeit mit klatschigen Haaren rumlaufen. Und nachdem ich sie geföhnt habe, bringe ich dieses wunderschöne Mittel in meine Haare und Leute, eure Haare riechen erstmal unglaublich und natürlich sorgt es auch dafür, dass eure Haare geschmeidiger werden, aber an allererster Stelle steht für mich der Geruch und ich habe euch ja schon gezeigt, als ich euch das erste Mal dieses wunderschöne Zeug gezeigt habe, dass ich mir wünsche, dass es davon ein Parfum gibt und Leute, es gibt eins, ich habe es bestellt. Kommt auf jeden Fall ein Video. Ich habe mir noch was anderes Tolles bestellt und och, ich freue mich so dermaßen, weil dieser Duft, Leute, wirklich anderes Level. Anderes Level. Der Zitronen, fluffiger Kuchen mit Karamell überzogen und einfach nur geil. Einfach nur geil. Supermilk von Lush. Och, der Hammer. Ich freue mich so sehr auf den Duft. Was mein liebstes Setting Spray ist, kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Es ist nur noch ein kleines Pfützlein übrig. Ich habe schon mein Backup im Schublädchen. Das Airbrush Flawless Finish Setting, nee, Finish nicht. Airbrush Flawless Setting Spray Party All Night Stay All Day. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich die ganze Nacht Party mache. Nicht. Ja, das ist einfach ein unglaublich tolles Setting Spray. Vielleicht bilde ich es mir einfach nur ein, dass mein Make-up geschmeidiger, schöner, glatter, toller aussieht und dass es den ganzen Tag hält, aber es ist einfach so. Ich liebe dieses Setting Spray und ich werde mir auch kein anderes mehr kaufen. Früher war ich ja immer Fix Plus Fan, aber das hier übertrifft Fix Plus um Längen. Charlotte Tilbury, meine Damen und Herren. Etwas anderes, was das Make-up haltbarer macht und ich sehr glücklich bin, dass ich das jetzt habe, obwohl ich sehr traurig bin, dass ich das andere Produkt, was wesentlich günstiger war, nicht mehr habe, ist von MAC das Prep and Prime 24-Hour Extend Eye Base Produkt und ja, wie der Name schon sagt, das ist eine Base fürs Augen-Make-up. Ich hatte ja meine Base aus dem Rossmann von Rival de Loup, ich glaube es war Rival de Loup Young im Töpfchen, gibt es nicht mehr. War ja klar, alles was ich mag wird discontinued, ist ja immer so. Dann habe ich mir das bestellt und Leute, es ist wirklich toll. Das Make-up auf dem Auge hält und hält und hält. Es creased nicht, es läuft nicht irgendwie komisch rum und nein, gar nichts. Es wirkt wirklich den ganzen Tag halten und ja, das ist dieses Produkt und ich liebe es sehr. Auch wenn man in den sauren Apfel beißen muss, aber man kommt unglaublich lange hin. Ihr braucht super, super wenig, sehr, sehr wenig und deshalb werde ich mit diesem Tübchen auch noch sehr lange auskommen. Deshalb kann ich auch den Preis verschmerzen. Weiter geht es, ach, machen wir einfach mal weiter mit, ja, mit Base-Produkten. Und zwar mit Tinted, ja, Skin Tint, ja, Skin Tint-Produkten. Heute habe ich wieder einen neben mir, mein Gott, einen neben mir herlaufen. Mamuschka ist heute wieder schwer. Und zwar einmal von Wet n Wild, der Bare Focus Tinted Hydrator. Da habe ich die Farbe Fair, wer jetzt gedacht. Und dann noch von Essence, auch sehr, sehr neu, Hydrating Natural Finish Skin Tint Light to Medium Coverage SPF 30 in der Farbe 20. Also hier habe ich Fair im Wet n Wild und hier habe ich die Farbe 20. Was ist der Unterschied bei den beiden? Also,
Es ist natürlich ein Skin Tint, heißt, es ist einfach nur ein Schleier, der euer Gesicht ein bisschen perfektioniert. Das kann man bei dem sagen. Der hat deutlich weniger Deckkraft und ist leichter und ja, fluffiger, luftiger als dieses Produkt. Das hier ist für mich eine Foundation. Ich weiß nicht, ob ich es euch gerade so ein bisschen demonstrieren kann. Wahrscheinlich schmiere ich dann gleich wieder alles voll. Essence hat deutlich mehr Deckkraft. Ich meine, es ist trotzdem ein leichtes Produkt. Aber wenn ich daneben jetzt Wet n Wild auftrage, Wet n Wild ist wirklich so für den klassischen No-Make-up-Make-up-Day. Wet n Wild ist deutlich, deutlich feuchter, würde ich auch sagen. Ne? Also, er hat mehr Feuchtigkeit und hat nicht diese. Also von Essence, das Produkt ist auch meiner Meinung nach matter. Also hier habt ihr ein Produkt, wenn ihr etwas mehr was wie eine Foundation möchtet. Und hier von Wet n Wild habt ihr ein Produkt, wenn ihr mehr Feuchtigkeit und einfach mehr so dieses leichte, fluffige No-Make-up-Make-up-Erlebnis haben möchtet. Beides schöne Produkte, machen beide ein wunderschönes, glattes Hautbild. Ich habe nichts zu trinken, es war nur Kaffee mit, ich sag mal Irish Coffee, ne? glattes Hautbild, sehr schön, aber hier ist mehr so dieser leichte No-Make-up-Make-up-Day und hier haben wir ein bisschen mehr Deckkraft und ein bisschen mehr Foundation. Beides wunderschöne Produkte, kann man nicht anders sagen. So. Blushes, auch von Essence. Leute, Essence hat neue Blushes rausgebracht und das ist wirklich, die haben sich wirklich selbst übertroffen. Trage ich auch heute auf den Bäckchen und dieses Blush, wow, Leute, es ist, wow, für 2,49 Euro habe ich bezahlt. Essence Blush Crush. So sehen die aus. Wie gesagt, ganz neu im neuen Sortiment. Hier habe ich die Farbe Strawberry Flush, die Nummer 40. Strawberry Flush. Das gibt erstmal ein wunderschöner Glow. Ich meine, hier habe ich noch ein bisschen Highlighter, ist klar. Aber die geben so eine schöne Lebendigkeit, lassen sich auftragen wie ein Traum, verblenden sich wie ein Traum. Da sind überhaupt keine Lücken oder irgendwie, dass es patchy ist. Gar nicht. Das könnte ein High-End-Blush sein. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, nee, das ist ein Blush von Fenty oder Lady Gaga oder was weiß ich, Dior, Chanel, Geierlein, bringt da jetzt auch Blushes raus. Wow, unfassbar geiles Produkt für 2,49 € und die halten. Die werden von meiner Haut nicht gefressen. Das ist schon mal wieder ein absoluter Pluspunkt. Und das hier ist das perfekte sommerliche Blush. Das ist halt wirklich so, ne, das heißt ja Strawberry Flush. Und es ist wirklich so dieses Erdbeer, Küste mit leichten Goldpartikeln, aber nicht zu stark. Also wirklich, wirklich, man leuchtet von innen, als wäre man gerade so ein kleines Läufchen ums Blöckchen gerannt. Heute habe ich irgendwie mit den Verniedlichungen, ne? Sehr, sehr schönes Blush. Kann ich nicht anders sagen. Wunder, wunderschön. Freunde, auf den Augen. Ich bin absoluter Fan geworden von der Marke Moira. Moira gibt es im Boozy Shop. Auch absoluter Favorit. Ich weiß nicht, wie oft ich mittlerweile da bestellt habe. Das ist ein Shop aus Holland. Und Leute, die sind so geil. Die versenden total schnell. Die. Okay, das Swatchen bringt jetzt nichts. Das kann ich nicht so gut sein. Ja, geil. Die versenden super schnell. Die sind super lieb. Da könnt ihr euch ein Geschenk aussuchen, wenn ihr für einen bestimmten Betrag auskauft, einkauft. Genau. Und. Ist einfach ein super Shop. Da gibt es so geile Sachen, die es halt nicht überall gibt. Und von Moira kann ich euch eigentlich uneingeschränkt die Sachen alle empfehlen. Das hier, diesen Eyeshadow hier, habe ich heute auch auf dem beweglichen Lid. Das ist die Farbe 02 Tempting von den Chroma Light Shadows. Und das hat einfach so diesen wunderschönen Rosé-Ton mit Glimmer drin. Und dann diesen Ton. Leute, das einfach als One-Shadow-Look. Seht ihr diesen unglaublich geilen goldenen Shift? Oh, das ist die Farbe 08 Sunstone, auch von den Chroma Light Shadows. Diese Dinger zu dem Preis ist der absolute Wahnsinn. Also Moira ist eine Marke, die lege ich euch wirklich absolut ans Herz für Glamour auf den Augen, im Gesicht, einfach überall. Also die machen wirklich unfassbar geilen Shit. Sehr, sehr schönes Produkt. Also Moira. Don't sleep on it.
Und von Colourpop habe ich mir ja auch ein paar Sachen bestellt. Habe ich ja auch ein kleines Reel gemacht auf Instagram. Schaut da auch immer gerne vorbei. Könnt ihr kostenlos abonnieren. So wie hier. Die Farbe Frog trage ich auch heute im Innenwinkel. Auch ein sehr, sehr schöner, luftiger, fluffiger, glowiger Lidschatten. Ja, der hat eine wunderschöne Reflexion. Also einige von euch haben mir geschrieben, dass die Super Shock Shadows schnell austrocknen. Ich hoffe, dass das nicht der Fall sein wird. Das ist die Farbe Frog und ist einfach ein wunderschöner Ultra-Glitterton. So nennt sich der. Ja, und es ist wirklich ultra wunderschön, glitterig, aber dennoch soft. Sehr, sehr schön. Und bei Colourpop kann man auch unkompliziert bestellen. Es kostet natürlich Zoll. Ich hatte den Vorteil, dass ich keine Versandkosten zahlen musste, als ich bestellt habe. Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch gelassen, weil das wird teuer mit Zoll. Freunde, noch ein Blush-Produkt muss ich euch zeigen. Und das ist leider ein bisschen teurer als das von Essence. Aber dennoch, wow, es ist so wunderschön. Von Hermes. Ja, das ist meine Erinnerung aus dem Bräuninger in Stuttgart. Da habe ich die Farbe 47 Rose Ombre mitgenommen. Nicht mit, ich habe es gekauft, also ich habe es nicht einfach mitgenommen. und das ist, ich muss wirklich sagen, ja, sie sind teuer. Sie sind wahnsinnig teuer. Die sind halt im Preisspektrum von Chanel. Und Chanel ist scheiße teuer. Aber dieses Blush, ich liebe ja diese Farben, ne? Es ist da, aber auch irgendwie nicht. Das ist so ein wunderschönes Nude Blush, aber der hat einen Glow in sich. Der lässt sich verblenden wie Butter. Also wirklich wunder, wunderschön. Versuche ich damit auch ein bisschen den Preis zu rechtfertigen? Ja, weil ne, das ist bei Essence ja genauso der Fall. Der lässt sich auch wunderschön verblenden und sieht traumhaft aus. Nur hier haben wir halt auch den Namen, den wir mitzahlen. Das ist ganz klar, ne? Hermes und es ist halt Luxus. Viele sagen auch unnötiger Luxus, aber ich finde es halt schön. Es ist für mich auch eine Erinnerung an einen wunderschönen Tag in Stuttgart. Aber ich kann es auch wirklich empfehlen. Wenn ihr euch das gönnen möchtet, kann ich euch wirklich sagen, das Blush ist sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Hat eine wunderschöne Pigmentierung, lässt sich wunderschön verteilen, auftragen. Hält auch auf der Haut, wird nicht gefressen von der Haut und ist sehr, sehr schön. Habe ich doch schon erwähnt, dass es sehr, sehr schön ist? Ja. So, Freunde. Und dann habe ich natürlich noch einen Kajal bzw. einen Gel-Liner, den ich auch in einem Reel gezeigt habe. Mann, war ich fleißig mit Reels. Ich könnte Influencerin sein, ne? Und zwar von Inglot. Ja, von Inglot. Die Farbe 77 von den Gel-Eyelinern. Das ist einfach, ne? Hier gibt es nicht viel zu sehen. Ein schwarzer Gel-Liner. Aber der, Leute. Der ist bombenfest. Wenn der drauf ist, ist der drauf. Da verschmiert gar nichts. Ihr könnt noch so ölige Lider haben. Der bleibt da. Der ist nicht kaputt zu kriegen. Und abends, wenn ihr den wegmacht, dann müsst ihr auch ein bisschen Geduld haben, bis ihr den runter habt, weil der ist wirklich, der hält und hält und hält. Und genau das wünscht man sich doch von einem Gel-Liner. So einen hatte ich auch vorher noch nicht. Vorher habe ich gerne den von Maybelline benutzt. Auch sehr schön, aber der hier, deutlich anderes Level. Deutlich anderes Level. Sehr, sehr schönes Produkt. Lippenprodukte habe ich auch für euch. Und etwas überraschend, aber der Lip Liner, den ich in diesem Monat bzw. im letzten, im Februar besonders oft benutzt habe, ist von Kylie Cosmetics. Ja, von der Kylie. Der Precision Proud Lip. Ne, Proud? Ne, stolz. Precision Pout Lip Liner in der Farbe Stone. Trage ich auch heute als Umrandung für die Lippen. Und das ist einfach eine Farbe, die in der Drogerie schwer zu finden ist oder kaum zu finden ist. Eigentlich gar nicht. Das ist ein sehr kühler Ton. Also wirklich, die Farbe Stone passt da wirklich sehr, sehr gut. Das ist ein sehr kühles Braun. Und ich finde diesen Kontrast einfach immer unglaublich schön. Es hat was von 90s Lips. Also es hat wirklich was von einer 90er Jahre Lippe. Ich liebe das. Und der ist weich, der lässt sich gut auftragen, der hat eine Haltbarkeit und es ist ein klassischer Holzstift. Wusstet ihr eigentlich, dass die meisten Lip Liner so in dieser Form, in Holzform und Kajalstifte in Deutschland hergestellt werden? Alle in Germany, you know. Und ja, das ist einfach für mich eine der schönsten Farben. Endless Kakao von Make Up Forever ist ja sehr ähnlich. Der hier ist etwas günstiger, ein kleines bisschen.
Und einfach ein wunderschöner Lip Liner, der Kontrast gezaubert. Und auf den Lippen trage ich heute noch die Kombination aus zwei Make-up by Mario Produkten. Und zwar den wunderschönen Super Satin Lipstick in der Farbe South Shore. Das ist ein ebenfalls kühler Rosé-Ton. Okay, jetzt auf meiner Haut sieht er ein bisschen pinkiger aus als in Real Life. Ihr seht es ja auf. Ich wollte jetzt nicht den Finger zeigen. Doch, für meine Hater. Ja, ein kühler Ton. Eigentlich. Auf der Hand jetzt gerade nicht, aber auf den Lippen seht ihr es ja. Die sind so seidig. Die sind so wunderschön von der Textur. Ich kann es euch nur empfehlen. Und dazu habe ich den Moisture Glow Plumping Lip Color in der Farbe Soft Nude. Die haben am Anfang so einen leicht minzigen Geschmack, Gefühl auf den Lippen, aber sind Gott sei Dank nicht so dieses Plumping, Minzige, was ich hasse, was dann so bitzelt auf den Lippen. Überhaupt nicht. Aber es ist ein wunderschöner, cremiger Nude-Ton. Einige haben die so ein bisschen gehatet. Ich weiß gar nicht warum, weil die wirklich, also ich liebe den. Der ist wunderschön, perfekte Nude-Farbe, so ein bisschen karamellig. Also ich kann überhaupt nichts sagen. Sehr, sehr schön. Also ich liebe Make-up bei Mario. Der macht so geile Sachen. Also Make-up bei Mario ist wirklich durchweg absolute Empfehlung. Und noch ein Lippenstift, super günstig, zu dem ich absolut gerne gegriffen habe, ist von Rimmel London die Farbe 070 Airy Fairy. Ich glaube, das ist auch so ein absoluter Klassiker. Den gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Und das ist einfach auch wirklich so ein perfektes Alltags-Nude mit so ein bisschen Rosé, super cremig. Der Geruch geht mir so ein bisschen auf die Nerven, aber der verfliegt Gott sei Dank nach einer kurzen Weile. Und ja, die Textur ist aber so, so, so schön. Und ja, kann ich euch wirklich ans Herzlein legen. Die Farbe 070 Airy Fairy von Rimmel London. Und damit haben wir den Make-up-Teil auch geschafft. In 17 Minuten, meine Güte. Deshalb machen wir jetzt schön weiter mit Parfum. Und auch hier habe ich eine Erinnerung aus Stuttgart. Geht gerne nochmal in meine Erinnerung, Highlights auf Instagram. Da habe ich die Parfümerie Philipp als Highlight verlinkt. Das war eine Parfümerie, Leute. Ich bin jetzt noch, das war wie eine Kirche für mich. So geile Sammlerstücke, die da hatte. Also das ist wirklich. Wow, unglaublich. Und bei ihm habe ich mir den Duft Vanilla Exotica von Jean Couturier gekauft. Ich habe schon gesehen, online ist der nicht mehr so gut zu bekommen. Ich weiß nicht warum. Also jemand hat mir geschrieben, dass sie den auf Parfumo gekauft hat. Im Zug, ich weiß nicht, ob der komplett rausgegangen ist. Also bei ihm gab es noch Vorrat, also ich habe euch ja dazu geschrieben, also ist ja auch alles verlinkt. Ihr könnt ihn ja auch mal anrufen und fragen, ob er euch dann den Duft schickt. So, jetzt als Idee von mir, falls es den sonst nirgendwo mehr geben sollte. Vanilla Exotica, da sagt der Name schon alles. Ein wunderschöner, cremiger. Also, da ist wirklich cremig das Wort, was wirklich pulsiert. Cremig. Leicht floral durch durch dieses Frangipani und Ylang-Ylang. Kokosnuss macht das unfassbar cremig, also wirklich sinnlich cremig. Oh, und diese Vanille da drin. Ich meine, so dunkel wie diese Flüssigkeit ist, die Vanille ist so potent da drin. Wow, das ist wirklich ein unglaublich luxuriöser. Oh, einhüllender, kokosnusscremiger, leicht floraler Vanilleduft, der dich wirklich einfach nur in ein Beach Resort einlädt und einfach die Seele baumeln lässt. Das ist so ein geiler Duft, Leute. So ein geiler Duft. Perfekte Sommervanille, aber auch sehr, sehr wärmend an kalten Tagen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn absolut. Also, wow. Ohne Worte. Mega geil. Sehr, sehr gerne getragen habe ich auch wieder von Elisab das Elixier. Ich habe den letztens wieder in meiner Sammlung gesehen und dachte, ach, tragen wir wieder auf. Und boah, da war ich die Woche wirklich süchtig nach dem Duft. Der ist einfach, der hat so was unfassbar weiblich Intensives.
Der hat Myrrhe in der Basis, was den unglaublich sinnlich macht. Dann noch diese Fruchtigkeit und dennoch so eine Einfachheit. Also das ist jetzt kein Duft, der wahnsinnig komplex ist, aber der einfach alles hat. Der ist wirklich, der hat eine unfassbare Weiblichkeit. Also der ist so, so geil, Leute. Diese Myrrhe in der Basis und auf meiner Haut hat er so ein bisschen was leicht Ledriges, so was leicht Ledriges, Fruchtiges und dann diese weich-warme Myrrhe im Abgang. Wow. Oh, der Hammer, der absolute Hammer. Elisab Elixier. Irgendwie sehe ich den ganz selten in Parfümerien. Ich habe den irgendwie noch nie wirklich so präsentiert gesehen. Hoffe nicht, dass das so ein One-Shot ist und dass der ganz schnell wieder weg ist. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, den mal zu schnuppern, weil der wirklich hervorsticht aus all dem Kladderadatsch, der da auf dem Parfummarkt ist. Ich war ja im Februar leider ein bisschen krank. Also ich habe echt flach gelegen und das war das erste Mal, dass ich nichts riechen und nichts schmecken konnte. Meine beste Freundin Jenny meinte, ja, das habe ich jedes Mal, wenn ich krank bin und erkältet bin. Das ist bei mir normal. Aber ich hab so einen Schiss gehabt, Leute. Ich saß hier wirklich, habe geheult, weil ich nichts riechen konnte. Weil riechen ist so eins der essentiellsten Dinge für mich und schmecken sowieso. Ich liebe Essen, ich liebe Riechen und das ist, das war so schrecklich. War aber Gott sei Dank nur 2 Tage und dann war es wieder weg und kam langsam, langsam wieder. Und dann habe ich gerne diesen Duft getragen, der mir sehr gute Laune gezaubert hat. Von Kayali, der Eden Sparkling Litchi 39. Der hat mich einfach wirklich so aus diesem Tief rausgeholt, weil mir ging es echt beschissen und ja, einfach diesen Duft zu riechen, dieses fruchtige, weiche, fröhliche, cremige, hat mich einfach glücklich gemacht. Also es ist wirklich ein Duft, der glücklich macht. Ich freue mich schon auf den neuen Kayali. Ich hoffe, dass sie für den Smoking Oud auch diese kleine Größe rausbringt, weil ehrlich gesagt ist mir die große Größe zu teuer, die mir jetzt einfach blind zu kaufen. Sag ich euch, wie ist, ne? Also ich kann ja auch kein Geld kacken. Aber hier, Kayali. Sparkling Litchi, wunder, wunderschön. Und hat mich wirklich ja, aufgebaut. wow, Honigdüfte. Ich liebe ja Honigdüfte schon seit Jahren. Jahren. Ja, der H-100 Jubilä von der Schloss Parfümerie, die leider, leider schon lange jetzt geschlossen ist, was wirklich unglaublich schade ist, ist einer meiner absoluten Lieblingshonigdüfte, wenn nicht der Lieblingshonigduft. Und hier habe ich eine Abfüllung von einem Honigduft, der explosiv ist, absolut explosiv. Zaharoff Signature Aurum. Schreibe ich auf jeden Fall in die Infobox. Zaharoff Signature Aurum. Also diese, wow, das ist ein Honigduft, der ist so umfangreich, der ist so, der hat wirklich alle Facetten. Der hat was vom dunklen Honig, der hat was von hellgoldenem Honig, der ist nicht so blumig, was ich aber Honigdüften auch nicht immer so geil finde, weil, weiß ich nicht, manchmal macht dieses Blumi, boah, macht dieses Blumi das auch so ein bisschen kaputt. Der hat was Würziges, der hat, der ist gerade auf meinem Arm, ist es wirklich so, als würde ich ein Glas Honig öffnen und daran riechen. Aber dann kommen noch, weiß ich nicht, andere Facetten von Rum und von tief dunklem Karamell und, oh Gott. Das ist ein Honig. Boah, also ich überlege wirklich, mir den als vollen Flakon zu kaufen, weil oh, ich könnte da drin baden. Ich bin ja so sparsam, weil ich hier nur dieses kleine Röllchen habe. Aber der ist so genial, der ist so genial. Also wirklich, wenn ihr einen mega geilen Honigduft sucht, look no further. Und erst kurz erhalten und jetzt schon absoluter Fan bin ich von diesem Duft. Und zwar Swiss Arabian, ich sag's schon mal vorab, ich habe bei Swiss Arabian selbst bestellt. Ja, ich sag's nochmal, ich habe bei Swiss Arabian bestellt. Der war nämlich eine ganze Zeit lang ausverkauft und ich war auch auf einer Warteliste, weil der so beliebt ist anscheinend. Es ist auch eine Limited Edition. Ja, Chagaf Oud Tonka, Herrgott, noch eins. Ja. Sieht so aus in einem wunderschönen Kästchen. Und Leute, für mich, oh Gott, für mich ist es Le Bain von Job
auf Crack. Also wirklich nochmal Le Beurre mit einer schönen Oud-Note, aber nicht mit so einer Kuhstall-Oud-Note, mit so einer ganz soften Oud-Note. Also es ist schon Oud für Anfänger, definitiv. Warm. Definitiv warm. Ich habe vor einiger Zeit von jemandem gelesen, dass er ihn als kühlen Duft bezeichnet hat. Okay. Nein, es ist definitiv ein wärmender, einhüllender, wunderschöner, oh, zarter, wie ein Kaschmirpulli, Vanille Traum. Also wirklich ein absoluter Vanilletraum. Und der hält. Ich habe den gestern den ganzen Tag getragen und der hält und hält und hält. Und der macht auf jeden Fall auf sich aufmerksam. Ja, also das ist ein Duft, der ausstrahlt und die Leute einlädt, an dir zu schnuppern und zu sagen: Mein Gott, bist du in einen Vanille-Tinktur-Kessel gefallen oder was ist los mit dir? Es ist wirklich wunderschön. Und die Tonka-Note. Darüber müssen wir nicht reden. Wärmend, ausstrahlend, pulsierend, traumhaft. Also nochmal, es ist ein warmer Duft. Wunderschön. Und dazu gab es von Swiss Arabian noch eine Probe von Chagaf Oud Azrak. Spricht man so aus? Azrak. Und das ist auch ein wunderschöner, warmwürziger Honigduft. Und auch da zuckt schon mein Fingerchen bei der Bestellung, weil auch der ist. Göttlich, göttlich warm, würziger Honig. Ich kann einfach nicht genug davon bekommen. Leute, und das waren meine Februar-Favoriten. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Was sind eure Favoriten? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch wieder Anregungen für mich. Habt ihr ja immer wieder und ich bin euch da sehr, sehr dankbar für, wie oft ihr mich schon inspiriert habt und was ihr mir schon für tolle Tipps gegeben habt und Produkte, die ich sonst nie gefunden hätte. Also bitte, bitte immer her damit und ja, da freue ich mich sehr drüber. Und ja, ich hoffe, wir genießen jetzt alle den wunderschönen Tag, den wunderschönen Frühling, der jetzt ja in ein paar Wochen offiziell da ist. Die tollen Blumen, die blühen, einfach die bunten Farben. Nehmt euch auch mal Zeit, stehen zu bleiben und euch das anzugucken, denn das Leben ist zu kurz und deshalb genießen wir einfach jeden schönen Tag. Sind lieb zueinander, sind nett zueinander und ja, genießen die Zeit, die wir haben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!